Yo, heute aber mal eine ganz andere Perspektive am Start. Heute möchte ich mich in die Geschichtsbücher der Welt eintragen. Ich will heute Rekorde brechen. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe, kennt ihr das Ding hier noch? Dieses alte Guinness World Record Buch gefunden. Von 2015. Die Dinger waren gefühlt mein Leben. Ich habe jedes Jahr so ein Ding gehabt und habe sie mir durchgelesen. Und ich wollte auch immer in diesem Buch drin sein. Das habe ich nie geschafft. Werde ich wahrscheinlich auch heute nicht schaffen. Aber ich dachte mir so, es muss doch Rekorde geben, die man brechen kann. So einfache, so dumme Rekorde von zu Hause. Darum habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Erstmal im Buch, da habe ich tatsächlich nicht so viel gefunden. Dann bin ich auf die Seite von Guinness World Records gegangen. Da war alles auf Englisch, da hatte ich dann auch schon keinen Bock mehr. Weil mein Englisch ist nicht so gut. Aber dann habe ich so ein paar Internetseiten gefunden und da haben die für mich oder für uns das Ganze auf Deutsch übersetzt und die einfachsten Rekorde rausgesucht. Und die werde ich heute mal angreifen. Ich sag noch nicht welche, ich habe mir ein paar Utensilien gekauft. Falls euch die Idee gefällt und das Video euch unterhält, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Follow da lässt, einen Daumen nach oben, einen Kommentar schreibt mit vielleicht auch mit Rekorden, die ihr gefunden habt, die ich noch brechen kann. Oder einfach generell ein bisschen interagieren mit dem Video, ihr wisst, Algorithmus und so. Genau, und ich würde sagen, wir zappeln gar nicht lange und gehen rein und versuchen, Weltrekord Nummer 1 zu brechen. Die einhändige Klopapierstapel-Challenge. Ich bekomme hier gerade die miesesten 2020-Flashbacks. Ich habe hier 20 Klopapierrollen vor mir liegen. Also es geht darum, die Klopapierrollen mit einer Hand ganz normal übereinander zu stapeln. Davon 10 Stück und das so schnell wie möglich. Der Typ hat es geschafft. Silvio Sabba hält den Rekord mit 5 Sekunden 45. Wichtiger Fakt, die 10 Rollen müssen einhändig gestapelt werden. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, also das sind jetzt genau 10. Ich habe eben viel zu viel gekauft. Ich dachte, ich habe mich ein bisschen überschätzt. Ich dachte, du machst 20. Aber es geht ja nur um 10. Also man soll 10 so schnell wie möglich schaffen. Mehr bringt gar nichts. Das Ding ist, wenn ich den Weltrekord hier knacke, weiß ich es gar nicht, sondern ich sehe es auch erst im Video, weil ich kann ja nicht gleichzeitig noch eine Uhr stoppen. Ich versuche jetzt einmal das einfach in einem normalen Tempo zu machen, wie schnell das wäre. Wir lassen mal eine Uhr laufen. Er steht! Also das war jetzt auf jeden Fall so normale Geschwindigkeit und ich glaube, das waren bestimmt schon 15 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche. Wie soll man das denn in 5,45 war's? Wie soll man das denn in 5,45 Sekunden schaffen? Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt euch einmal einen Versuch zeigen, wo ich so schnell wie möglich probiere, ohne halt geübt zu haben. Das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht so krass sein. Dann werde ich alleine so eine halbe Stunde ein bisschen üben, richtig schwitzen, die beste Taktik auch, wie ich die Klorollen hinstelle und so herausfinden. Und dann zeige ich euch am Ende meinen finalen Versuch sozusagen, als würden hier wirklich die Leute von Guinness World Records stehen und mir zugucken und so mit der Stoppuhr stehen hier. Digga, ich kann kein Deutsch, egal, wir gehen rein. Wir kommen jetzt zu meinem ersten Versuch. Lacht mich nicht aus. Ich glaube, das Ding wird umfallen. Egal. Dreimal durchatmen. Stoppuhr ist bereit. 3, 2, 1. Perfekt! Ich glaube, ich muss ein bisschen üben. Das habe ich dann auch gemacht, aber ich habe dann gemerkt, dass das eigentliche Problem eigentlich ist, dass es so viel Zeit kostet, immer die Klopapierrolle zu greifen. Darum habe ich ein bisschen erstmal mit der Anordnung so ein bisschen ausgetestet, da werde ich gleich auch mehr zu erzählen, um halt die Greifdauer ein bisschen zu verkürzen. Habe da auch ganz wilde Formationen ausgetestet, aber am Ende gab es eigentlich nur eine gute und die zeige ich euch jetzt. Ich habe was herausgefunden, nämlich wird es am Ende halt übelst schwierig, wenn ich weit oben bin und immer nach unten greifen muss. Darum nehme ich mir einfach mehr und mache verschiedene Stapel mit verschiedenen Höhen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Höhe bin, kann ich halt irgendwann viel besser greifen, wenn ich nur so machen muss. Ich glaube, das ist die Taktik, immer so Türme noch dazu haben, die auf der gleichen Höhe sind. So. Ich fühle mich ready. 10 Minuten später. Ich habe, glaube ich, die perfekte Taktik gefunden. Und jetzt kommen wir zu meinem finalen Try. Den Weltrekord in Klopapierstapeln mit einer Hand 10 Rollen übereinander zu knacken. Mach den Timer bereit. 3, 2, 1. Nochmal, wir haben ein paar Versuche. Die sind nicht nur hier, um einmal zuzugucken. Man hat immer mehrere Versuche, glaube ich, oder? Man muss es doch nicht direkt beim ersten schaffen. 3, 2, 1. Okay, es ist nicht so einfach, wie ich dachte. Warum hat es denn gerade die ganze Zeit geklappt und jetzt nicht? Und let's go. Komm, 3, 2, 1. Hat niemand gesehen? War nicht schlecht. Also ich würde schätzen, das waren ungefähr 10 Sekunden oder sowas. Aber wir kommen dem Ganzen näher. 3, 2, 1.
Digga, der Anfang ist am schwierigsten. 3, 2, 1. Ich glaube, das war gut. Aber zählt nicht, ich muss natürlich stehen am Ende. Ich will noch einen guten Versuch. 3, 2, 1. War okay, ich mach's nochmal. Wie ihr seht, das Ganze ist nicht so einfach, es macht mich auch ein bisschen wütend. Macht's mal zu Hause nach, das sieht so langsam aus wahrscheinlich auf dem Video. Aber dieser eine Versuch von mir war nicht schlecht. Das Ding überhaupt zum Stehen zu bekommen ist eine Kunst. Wie hat er das in 5 Sekunden geschafft? Würde das Video gerne mal sehen. Auf jeden Fall, ja, Weltrekord 1 habe ich jetzt noch nicht gebrochen. Vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube, da muss ich mich geschlagen geben. Und ich würde sagen, wir probieren Weltrekord Nummer 2 zu brechen. Die M&M Challenge. Willkommen zu Weltrekordversuch Nummer 2. Für den Versuch, den kann jeder zu Hause auch nachmachen, müsst ihr einfach euch nur so M&M's Packung hier kaufen. Ich schwöre, ich esse schon die ganze Zeit M&M. Könnte eine Kooperation sein, ihr seid nicht, aber die sind so geil. Ich hoffe, ich esse nicht alle auf und ich habe gleich noch 4. Nee, man muss es nur schaffen, 4 Stück übereinander zu stapeln. Ich habe es noch gar nicht probiert. Vielleicht voll leicht. Vielleicht bin ich gleich im Guinness-Buch. Vielleicht kriege ich aber auch nicht mehr 2 hin. Wir müssen uns auf jeden Fall die besten raussuchen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mich damit beschäftigen. Hier, weil es gibt ja auch so komische, die kannst du dann gar nicht stapeln, die würden sofort abrutschen. Ich suche jetzt erstmal die besten raus. Und dann sehen wir uns gleich mit unseren 4 finalen M&Ms wieder. Obwohl 5, wir wollen den Rekord ja brechen. Und ich würde sagen, bis gleich. Die, die kaputt sind, die esse ich einfach. Also das hier sind unsere finalen M&Ms, die gleich den Weltrekord knacken. Ich werde jetzt auf jeden Fall einfach mal ein bisschen probieren und dann euch ein paar Zwischenstände zeigen. 5 Stück müssen wir schaffen. Das geht nicht. Es geht nicht mal 2. Was ist das? Ich hole mal eine Pinzette. Vielleicht ist es leichter. Mann, ich habe keine Pinzette. Oh, moin. Ich muss mal wieder umstellen hier. Egal, ich probiere es weiter. Vielleicht ist es eine Sache von Konzentration und Übung. Ich bin gespannt. Ich will einfach erstmal 2 schaffen. Das wäre doch schon was. Unmöglich. Wirklich unmöglich. Wie hat er 4 gemacht? Hat er die aneinander geklebt oder was? Wir brauchen eine bessere Unterlage. Daran liegt's. Perfekt. Mit einer Unterschrift von mir drauf. Da habe ich mal meine Unterschrift geübt. Ich glaube, mit einer Zeitschrift als Unterlage könnte es besser gehen. Och, leck mich doch, wirklich. Och, das macht so sauer. Digga! Neues Ziel 2. Einfach 2. Dann ist es für mich der Weltrekord für mich. Weil 4, das ist unmöglich. Ich möchte das Video sehen, wie er das gemacht hat. 5 Minuten später, bin einfach nur sauer. Aber guckt euch das doch auch mal an. Das sind so Ovale, es geht nicht. Also die... Nein, es ist unmöglich. Wie hat dieser Dude 4 geschafft? Unmöglich. Und die sehen auch alle gleich aus. Da ist keiner, der bräuchte so einen flachen Boden, wisst ihr, dass man es einfach drauflegen kann. Aber die Dinger sind alle so krumme Eier, das geht nicht. Meine Güte. Wenigstens 2 aufeinander. Ich ramm da jetzt irgendwie eine Macke rein, dass sie flach ist. So nämlich. Haben wir 2 übereinander. So hat er es wahrscheinlich gemacht. Guckt euch an. So, bam, 2 übereinander. Perfekt. Ich hab's geschafft. Wir gehen weiter zum nächsten Weltrekord. Wo laufe ich überhaupt hin? Ich muss meine Aggression gerade ein bisschen runterbekommen. Weil das ist wirklich asozial. Das geht nicht. Macht zu Hause nach. Ihr werdet nicht mal 2 übereinander hinbekommen. Wenn doch, schickt mir ein Bild. Schickt mir ein Bild auf Instagram, dass ihr 2 M&Ms übereinander gestapelt habt. Das geht nicht. Die Erbsenblasen-Challenge. Für den letzten Weltrekord braucht ihr eigentlich nur hier so einen Zollstock und eine Erbse. Denn... Ihr habt es wahrscheinlich gerade gesehen. Man muss versuchen, die Erbse so weit wie möglich wegzupusten. Mit einem Einstoß. 8 Meter hat der Gute das geschafft. Irgendein Dude aus der USA. Ich würde sagen, hier heute in Köln in meiner Wohnung wird dieser Rekord gebrochen. Dafür habe ich hier einen kleinen Parcours aufgebaut. Das Ganze geht hier los. Hier ist unser Startschuss. Das sind 0 Meter. Dann hätten wir hier 2 Meter. 4 Meter. Hier haben wir 6 Meter. Und hier haben wir 8. Das heißt, wenn das Ding da hinten das berühren sollte, bin ich Weltrekordhalter im Erbsenblasen. Boah, ich finde Erbsen so eklig. Mögt ihr Erbsen? Ich finde dieses Erbsen mit Möhren untereinander, oder wie das heißt. Nee, Erbsen mit Möhren, dieses Gemüse. Und auch noch aus der Dose. Ich finde das so widerlich. Ich muss mir jetzt erstmal eine gute Erbse raussuchen, weil die muss halt so rund sein. Am besten wie ein Ball, weil sonst eiert die nachher so rum, wisst ihr? So, dann, die muss ja geradeaus gepustet werden. Ich glaube, ich habe eine gute. Guckt euch die mal an. Die ist schon ballartig. Besser als diese dummen, eierigen M&Ms. So, Kamera steht. Ich werde es mit dem Handy auch filmen. Dann haben wir
immer so zwei Perspektiven. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, ey. Ich habe keine Ahnung, wie weit man so ein kleines Ding pusten kann. Scheiße, ist auch ein bisschen eng hier tatsächlich. Gott, habe ich gar nicht. Wir müssen 20 Zentimeter nach vorne gehen. Wir müssen ein bisschen schummeln. Das hier ist mein Blick. Ich hoffe, ich treffe nicht das Kamerastativ, weil dann wäre es ein bisschen unlucky. Aber ja, ich würde sagen, wir pusten einfach mal. Ich weiß nicht, was die beste Taktik ist. Ich glaube, viel Luft holen. Ich versuche sie mal so ein bisschen einfach nur anzupusten. Okay, es geht. 8 Meter. Weltrekordversuch im Erbsenblasen. Let's go. Hat man es gesehen? Sie ist ein bisschen geeiert. Das waren so gute 2,30 Meter, würde ich sagen. So, nächster Versuch. 3, 2. Das waren einfach 2 Meter und ich habe einfach alles gegeben. Ich kann gar nicht mehr pusten. Egal, wir geben nicht auf. Die war gut. Die war gut. Die rollt. Okay, also wir müssen mein Ziel ein bisschen neu auslegen. Mein Ziel ist es, weiter als das Stativ zu kommen. Also unter das Stativ zu pusten, das sind 4 Meter. Oh, der war gut. Der war gut. Aber der ist ein bisschen vom Weg abgekommen. Guckt es euch an, der war nicht schlecht. Wir sind bis hierhin gekommen. Das sind knackige 3 Meter. Ja, 3 Meter sind doch schon mal was. Nicht 8, aber fast. Letzter Versuch. Oh, ja, die war stark. Die war stark. Guckt's euch an, wo wir sind. 4,10 Meter. Ich habe eine gute Lunge. Mit mehr Übung ist da mehr drin. Ich will noch nicht aufgeben. 8 ist brutal, aber 4, ich bin zufrieden. Ich mache noch mal einen. Ein Abschlussversuch. Das war stark. Über 4 Meter. Yo! Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ist auch ein bisschen vom Weg abgekommen. Wo ist sie hin? Erbsi! Nein, sie ist hier. Sie ist genau auf der 4 Meter Markierung. Ich glaube, viel mehr ist nicht drin. Mir ist warm, ich schwitze. Ich fühle mich so, kennt ihr das, wenn ihr früher so einen Luftballon aufgeblasen habt und ihr kriegt so ein bisschen Kreislauf? Ich bin so ein bisschen betüppelt. Zu viel Erbsen geblasen. Ja, das waren die 3 Weltrekorde für das Video. Ja, leider kein Weltrekord gebrochen, aber ich gebe nicht auf. Ich möchte meinen Kindheitstraum verwirklichen und ich will in dieses Buch. Ich möchte es schaffen und darum, wir werden nicht aufgeben, ich will noch einen Teil hochladen. Wenn ihr die sehen wollt, Teil 2, dann nehmt das Video komplett auseinander, lasst eine Bewertung da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mir hat's Spaß gemacht heute. Macht's gut. Haut rein. Ciao.